Munition. Kann ich nichts machen. Für diesen Grünglanz kriege ich bestimmt etwas Gutes. Und okay, das dürfte genug Bitterkraut sein. Thank you.
Perfekt. Die sind erstmal alarmiert. Ich habe alles, was Mildo wollte. Das ist gut. Ich habe jetzt richtig Hunger. Ich kann die Maschine erst überbrücken, wenn ich in der richtigen Brutstätte war.
haben mich noch nicht entdeckt. Ich hätte gerne mehr Spätschicht. Schon weiter. Da bist du ja. Ich hatte Besuch von einem äußerst anspruchsvollen Kunden. Er war aggressiv, aber ich blieb standhaft. Ganz im Ernst? Ich habe mich sogar gewehrt. Oh ja, das habe ich. Bin ganz Ohr. Ich habe sein Essen mit ganzen 3 Prisen Salz gewürzt. Statt mit 2. Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt, schätze ich. Ich glaube, ich habe, was du wolltest. Schauen wir mal, ob ich dir für all deine Hilfe etwas zurückgeben kann. Zeit zu kochen. Wow. Mildurf, das war grandios. Wenn du wieder exzellent essen willst, weißt du, wo ich bin. Und deine nächste Bestellung geht aufs Haus. Danke. Und vergiss nicht, dich auch mal zu wehren. Komisch, dass du das sagst. Wie es der Zufall will, arbeite ich gerade an einer Portion Widerstand. Hoffentlich bis bald. Ich sollte mir noch etwas Essen kaufen, bevor ich auch... Lust auf gratis Essen? Na los, schau dir die Karte an.
quasselst du denn da? Wir haben doch... Wenn du einen Schnörkel auf einem Stück Papier eine Karte nennst... Okay, lass hören. Wie sieht denn deine... Uma sagte, das Reishorn sei in der Nähe. Da ist das Reishorn. Um die Hilfe zu holen, muss ich es erledigen. Geht voran! Alles, was Della und Uma wollen. Mal sehen, was mit ihrer Wand ist. Lauter Grünglanz. Das ist für später. Sei willkommen, Fremder. Den Blick kenne ich. Du hast alle Teile, nicht wahr? Bitte sehr. Hervorragend! Gib mir nur ein paar Minuten für den Prototyp. Ich nehme die Version, die meine Arme dran lässt. Danke. Hi. Hast du Maschinen hochgejagt für die Teile? Oder Banditen? Du
stehst echt auf Explosionen, hm? Bitte sehr. Mit den Sprengstöcken? Aber klar. Ist das sicher? Vermutlich. Krieg ich auch eins? Nein! Oh. Für dich machen wir noch was viel Besseres. Ba-boom! Rotschop! Wie läuft's denn mit dem Speerwerfer? Du hast bestimmt Mordspaß. Jag immer schön Maschinen hoch. Und Banditen. Ach, boom. Wie wär's mit einem Seilwerfer? Aber Seile... Außenposten. Es hieß, hier gäbe es einen. Ich sollte den Anführer finden und die Sache beenden.
Die gehören zu den Osserern. Die sehen gar nicht gut aus. Sicher die, welche die Tenakt-Soldatin erwähnt hat. Ich sollte nach ihnen sehen. Wir werden das schaffen. Versprochen. Und jetzt ruh dich aus. Braucht ihr Hilfe? Ich wünschte, ich könnte das verneinen. Aber ich bezweifle, dass irgendeine Bergungstour jemals so schief gelaufen ist. Bergungstour? Ihr gehört zu Kerufsleuten? Ja. Wusste gar nicht, dass wir berühmt sind. Ihr wolltet hier also eine Rüstung bauen. Sieht nicht so aus, als liefe alles nach Plan. Das kannst du laut sagen. Ich dachte schon, ich hätte es geschafft, als wir hier Rollrückenbauteile fanden. Dann kam der Sandsturm. Er wehte unsere Ausrüstung weg und trieb uns in ein Lager voller wütender Tenakt. Wir flohen und als der Sturm nachließ, fanden wir uns hier wieder mit viel zu wenig Nahrung. Und offen für Angriffe von Maschinen und Tenakt. Klingt, als könntet ihr Hilfe gebrauchen. Ich bin Aloy. Runda, du sollst uns nicht kostenlos helfen. Wie wär's, wenn ich dich offiziell anheuer? Ich setze Verträge auf. Das muss nicht sein. Echte Plünderer können nun mal nicht anders. Ein Nein akzeptiere ich nicht. Du sagtest, ihr seid anfällig für Angriffe. Gibt's hier irgendwas, um eine Absperrung zu bauen? In den Ruinen in der Nähe treibt sich anscheinend ein Brüllrücken herum. Wenn du ihn erledigst, ohne dabei die Frachtbeutel zu beschädigen, können wir Fallen bauen und uns absichern. Ich schreib's in den Vertrag. Klingt nach einem Plan. Eure Ausrüstung ist also weg? Ja, ich weiß nicht genau, wo sie ist. Der Sturm hat uns ganz schön rumgewirbelt. Aber ich habe eine Ahnung. Steht alles im Vertrag. Wenn du die Sachen findest, könnten wir wenigstens ein richtiges Lager aufschlagen. Die Leute könnten sich ausruhen. Ich sehe mir das an, sobald ich kann. Es ist nicht viel, aber wir haben Altmaterial anzubieten. Das könnte nützlich sein. Wenn ich nie wieder einen Tenakt sehe, bin ich ein Glücklicher. Das Signal zeigt an, dass hier noch eine Aufzeichnung ist. Die Metallblume schließt sich. Wenn ich kann, sollte ich Rundas Verträge mal lesen. Heiß einmal anschauen. Das Signal kommt von unter den Kisten hinten im Flugzeug. Verstanden. Wir liefern die Fracht pünktlich am Boden ab. Ende. Kaum zu glauben, wie dieses Flugzeug reagiert. 70 Meter lang. 300 Tonnen schwer beim Starten und es wendet schneller als ein 12-sitziges Passagierflugzeug. Und es wurde erst vor ein paar Monaten aus dem Museum gerollt. Aloy, was kann ich für dich tun? Vor seinem Ende seinen Traum erfüllt. Sie wollten überleben. Als Pharaohs Maschinen alles... Du sagtest, ihr habt nichts zu essen. Das meiste ging auf der Flucht vor den Tenakt verloren. Und unter diesen Sandmengen könnte es vermutlich nur ein Dornrücken aufspüren. Keine schlechte Idee. Ich sehe mir das an. Schön zu hören. Ich muss jetzt los. Viel Glück für uns beide.
Aerojob. Nochmal danke für deine Hilfe. Die Luft ist dick vor Hitze.
Ein Osseram-Lager. Was machen die hier draußen? Nein, das funktioniert nicht. Genie bei der Arbeit. Ich kann keine Ablenkung gebrauchen. Wenn du Bauteile brauchst, kannst du... Oh, eine Jägerin! Ja, gut, gut. Ich hatte gehofft, eine zu treffen. Die Zeit drängt für mich. Aloy. Dieser Keruf erwartet nur die beste Rüstung im ganzen verbotenen Westen von mir. Aber ich, Panda, liefere ihm ein Meisterwerk. Und du wirst mir helfen, es zu erschaffen. Natürlich wirst du dafür entlohnt. Obwohl meine Arbeit zu sehen, Lohn genug sein sollte. Du gehörst zu Keruvs Leuten? Du willst also auch die beste Rüstung bauen? Mit den Tenak direkt nebenan? Ha, die haben doch ihre ganz eigenen Probleme. Und überhaupt, ich mache nicht nur eine Rüstung. Ich erschaffe hier ein Kunstwerk. Erfüllt von der Majestät alter Maschinen und wundersamer Relikte. Mit der Standhaftigkeit des braven Flughorns und der Wut des rasenden Verwüsters. So, womit willst du anfangen? Du sagtest etwas von Pflugkornteilen für deine Rüstung. Es gibt eine Herde nicht allzu weit von hier. Wenn du mir die richtigen Teile bringst, wird die Rüstung so unerschütterlich wie sie. Ich versuch's. Oh, eine Sache noch. Pflughörner hinterlassen Blumen auf ihrem Weg. Die Utaro würzen ein Getränk damit, um den Geist... zu beruhigen. Das will ich probieren. Vielleicht inspiriert es mich. Na klar. Mal sehen, was ich tun kann. Du sagtest etwas von alten Relikten für deine Rüstung? Korrekt. Aber dieser Traum ist wie nasse Glut erloschen. Wie meinst du das? Ich habe mir Speerberichte dieser Gegend aus der Zeit der roten Raubzüge besorgt. Sie erwähnen Ruinen voller Schätze. Aber ein paar junge Rekruten haben die Schriften gestohlen und wollen sich die Relikte selber holen. Ich will sie schnappen, bevor sie mit meiner Beute davonlaufen. Vielleicht kann ich sie aufspüren. Gib ihnen auch gleich eine Tracht Prügel von mir mit, ja? Deine Rüstung soll also die Wut eines Verwüsters nutzen. Klingt interessant. Es gibt welche von ihnen in der Nähe. Schieß eine ihrer Kanonen ab und ich mache meine Rüstung ebenso tödlich. Ich schaue es mir an. Mal sehen, was ich tun kann. Gut, wenn du es schaffst, sammeln wir das Teil später ein. Du sagtest, du brauchst alte Maschinenteile für deine Rüstung? Ah, ja. Der Friedhof in der Nähe ist voll davon. Schreckliche Dinger. Mit einigen ihrer Teile kann ich eine Rüstung schmieden, die Angst und Unruhe bei deinen Feinden hervorrufen wird. Ich, lese das später durch. Sehr schön. Ich freue mich bereits auf deinen Erfolg. Ich muss gehen. Das Glück sei mit dir. Aloy, du arbeitest an den Verträgen, hoffe ich. Yep. Ich muss dann mal los. Wenn du mich brauchst, weißt du, wo ich bin.